Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Die Logik der Frau. Unter all ausgerechnet Himmler! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelern sehen! Sofort! Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Kapitulieren niemals! Das ist empört! Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Unter all ausgerechnet Himmler! Aus! Stay!
Logik davon aus. Es war ein ungeheuer Verrat gelügter deutscher Teufel! Ja, wegfremder, unbereite Paradünster! Ein die anderen, ja! Der Führer hat den Sinn für die Realität verloren. Also Kräften, mein Führer. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist, ein rücksichtsloser Karrierist. Du hast die neue Armee verloren. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das heißt... Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie lange verrückt geworden? Das ist der schlimmste Verrat vielleicht! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen! Es wurde ein ungeheuer Verrat gelügt, das deutsche Teufel! Aber alle diese Verräterinnen bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Aber alle diese Verräterinnen bezahlen! Verloren. Die Logik. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gelübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Dort! Die Logik davon aus. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Was ist los? Woher kommt die Schießerei?
Widerstand, ich hab weggelenkt. Ich hab den Unterhang getan. Von da werden alle Herren Offiziere liquidieren verlassen, wie Stalin. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. An meiner Person. Das war ein Befehl. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Oder hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte?